Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera ein sportliches, designorientiertes und praktikables SUV, der Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive als sportliche Ausstattungslinie FR. Was bedeutet, wir haben hier den stärksten Motor unter der Motorhaube, wir haben das sportlichste Exterieurdesign, wir haben viel Platz mit 5 Sitzplätzen, optional gibt es den Wagen auch als 7-Sitzer. Und was machen wir heute? Ich nehme euch mit auf Verbrauchsfahrt. Wir schauen einfach mal, was so ein großes, schweres SUV mit einem nicht elektrifizierten Benzinmotor doch so zu leisten imstande ist im Alltagssituation. Wir fahren den Wagen 10% im Stadtbetrieb, wir fahren ihn 50% über Land und wir fahren 40% Autobahn mit einer VMAX von 140 Stundenkilometern. Während der Fahrt werde ich euch natürlich alle relevanten Daten rund um den Seat Tarraco geben. Wir schauen uns die Platzverhältnisse an. Ich sage euch, wie sich der Motor verhält, wie das Fahrwerk ist, wie das Fahrverhalten ist und was zum Beispiel auch das Infotainment-System kann. Wenn ihr jetzt Spaß dran habt, vergesst diesen Kanal bitte nicht zu abonnieren, gebt dem Ganzen ein Like und vor allem zu kommentieren unten in der Box, denn ich möchte wissen, was ihr dazu sagt und danach können wir nämlich auch wunderbar diskutieren über dieses Video. Und jetzt würde ich sagen, ich steige ein, lege den Anschnallgurt an und dann geht es los. Der Seat Tarraco ist ja einer von dreien großen SUVs aus dem VAG-Konzern. Da gäbe es bei Volkswagen den Tiguan Allspace mit der gleichen Basis oder aus dem Hause Skoda den Kodiaq. Beim Tarraco ist es so, der ist von allen dreien auf alle Fälle optisch schon mal das für meine Begriffe attraktivere Modell. Er ist das deutlich dynamischere Fahrzeug. Bei den Abmessungen, da sieht es fast identisch aus. Der Tarraco hat eine Außenlänge von 4,74 m, eine Außenbreite von 2,12 m mit ausgeklappten Außenspiegeln und eine Bauhöhe von 1,67 m mit Dachreling und Allradantrieb, wie jetzt hier verbaut. Die Front ist sehr typisch dynamisch gestaltet mit dem Kaskaden-Kühlergrill, der hier durch die FR-Line auch noch mal etwas nachgeschärft wurde mit so wabenförmigen Einsätzen. Auch die Stoßfänger wurden etwas nachgeschärft bei der FR-Line, also bei der sportlichen Ausstattungslinie, die es für den Tarraco hier auch gibt. Die Voll-LED-Scheinwerfer sind leider ohne Matrix-Funktion, was ich durchaus etwas bedauere. Dennoch ist aber die Ausleuchtung sehr gut umgesetzt, also auch normalerweise für den Alltag völlig ausreichend. An der Seitenlinie sehen wir dann auch schon diese riesigen 20 Zoll Leichtmetallräder, die hier verbaut sind und dem Wagen optisch richtig gut stehen. Ich finde auch diese Camouflage-Lackierung, die wir hier haben, also es ist eine Sonderlackierung, die auch entsprechenden Aufpreis von 190 Euro kostet, die steht dem Tarraco FR auch sehr, sehr gut, vor allem mit diesen silbernen Akzenten, die sportliche FR-Line mit sich bringt, zum Beispiel an den Außenspiegelkappen. Am Heck haben wir dann ein nahezu durchgängiges Leuchtenband in LED-Technik ausgeführt mit laufrichtungsgebundenen Blinkleuchten. Auch hier wieder sehr charakteristisch diese Leuchtgrafik, die Seat bei sämtlichen Modellen ja mittlerweile durchführt, außer bei den kompakten Modellen vom Ibiza zum Beispiel oder dem Arona. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es der Tarraco als 5-Sitzer einen Stauraum von 760 Liter in der Basis bereit. Es ist eine sehr hohe Ladekante auf alle Fälle, aber optional ist er auch noch als 7-Sitzer erhältlich, falls ihr euch interessiert für die 7-Sitzer-Variante. Die hatte ich euch auch schon einmal hier vorgestellt auf dem Kanal. Dazu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns heute aber die 5-Sitzer-Version an. Und wenn ich hinten einmal Platz nehme, dann ist das schon eine der Schokoladenseiten und auch perfekt für Familien geeignet, denn der Tarraco bietet extrem viel Beinfreiheit, sehr gute Kopffreiheit. Die Bank ist unheimlich bequem und auch
lässt sich die Lehne in der Neigung verstellen. Wir haben einen Mittelarmlehne, wir haben auch einen 3-Zonen-Klimaautomatik sowie Luftausströmer in Fond und einen USB-C und einen 12-Volt-Anschluss. Das heißt also, für Stromversorgung ist hier ebenfalls gesorgt. Einziger kleiner Minuspunkt ist, dass wir keine Sonnenschutzrollos für unsere kleinen Mitfahrer in der zweiten Reihe bekommen können, was ich durchaus schade finde. Dafür aber sehr gut zugängliche Isofix-Haken, um die Kindersitze hier zu sichern. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann bei uns durch die FR-Line auf sehr gut ausgeformten Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze, sehr kommod und sehr bequem. Die bieten auch ordentlichen Seitenhalt. Einziger Minuspunkt hier bei den Sitzen: es gibt keine ausziehbare Schenkelauflage, weder für den Fahrer noch für den Beifahrer. Dafür ist der Fahrersitz hier in unserem Fall elektrisch verstellbar. Die Innenraumgestaltung beim Seat Tarraco ist äußerst übersichtlich und auch durchaus wertig gemacht. Alle Materialien schauen bereits auf den ersten Blick sehr hochwertig aus. Auch wenn man dann einmal die Materialien anfühlt, sage ich jetzt mal, oder anfasst und da so ein bisschen drüber geht, alles wirkt sehr hochwertig hier verarbeitet. Es sind Soft-Touch-Oberflächen unter schäumter Kunststoff und auch wenig Hartkunststoffe, die jetzt hier einen eher günstigeren Eindruck vermitteln sollen. Nicht ganz so schön finde ich immer diese Schwarz-Hochglanz-Elemente. Wir haben hier zum Beispiel bei der Klimaautomatik jetzt mittlerweile touch-sensible Felder und die aber auch dann mit Hochglanz-Schwarz überzogen sind. Das Ganze haben wir dann auch am großen 10 Zoll Navigationsbildschirm, den wir hier haben. Da gibt es dann auch nochmal einen Schwarz-Hochglanz-Lack. Außerdem erkennt man sehr schnell Tapsspuren auf dem Touchscreen, was ich ein bisschen unschön finde. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument mit verschiedenen Anzeigemöglichkeiten, die wir uns hier vorkonfiguriert abrufen können. Der Bildschirm selbst hier für das Multimedia-System ist sehr gut erreichbar, liegt in guter Blickhöhe, spiegelt auch selten bei starkem Lichteinfall, sondern wirklich gut zu bedienen. Auch die Bedienstruktur mit den verschiedenen Anzeigemöglichkeiten, ob als Kachel oder als Straßenansicht, die macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben noch zusätzlich eine Induktiv-Ladeschale, zwei USB-C-Anschlüsse und einen 12-Volt-Anschluss, eine verschiebbare Mittelarmlehne sowie zwei Cupholder, die sich unter einem blickdicht schließenden Fach befindet. Was das dynamische Äußere verspricht, hält dann auch der 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner hier unter der Haube, der auch das Spitzentriebwerk im Tarraco Programm darstellt. Das Aggregat ist so auch bekannt, unter anderem aus dem Volkswagen Golf GTI. Er leistet 180 PS, 245 PS und 370 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt er den rund 1,8 Tonnen schweren Tarraco in 6,2 Sekunden aus dem Stand. Die Gänge sortiert ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und zwar ziemlich schnell und flüssig. Ja, beim Anfahrverhalten, da ist es dann immer mal wieder verzögert, vor allem wenn die Start-Stopp-Funktion aktiv ist und der Motor dann angelassen wird, dann braucht das Getriebe immer erst einmal eine Gedenksekunde, ehe es den Kraftschluss herstellt. Die Kraft wird an alle vier Antriebsräder in unserem Fall weitergeleitet. Wir haben den 4Drive genannten Allradantrieb hier im Tarraco verbaut, der auch variabel arbeitet und die Kraft entsprechend variabel zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt. Im Alltag macht sich der Motor richtig gut. Er sorgt dafür, dass der Tarraco immer noch genügend Kraftreserven hat, um kleinere Sprints, Überholvorgänge oder auch souverän auf der Autobahn bis 228 km/h Höchstgeschwindigkeit durchzubeschleunigen. Dabei arbeitet das Triebwerk sehr kultiviert, sehr ruhig, hat aber auch eine angenehme Klangkulisse beim Ausdrehen. Er wird nicht laut oder knurrig, sondern eher so das typische Vierzylinder-kernige Klanggeräusch.
Insgesamt ist die Akustik hier im Innenraum auch sehr gut gelungen. Das Fahrwerk ist beim Tarraco sehr, sehr gut gelungen, aber auch sehr straff. Das muss man einfach mal dazu sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden Derivaten wie dem Tiguan oder aber eben dem Kodiaq. Da ist der Tarraco deutlich straffer abgestimmt und das jetzt nicht nur hier mit den optional erhältlichen 20 Zoll Leichtmetallrädern, die wir hier drauf haben. Eine absolute Empfehlung und schon fast Pflicht in meinen Augen ist hier die adaptiven Dämpfer zu bestellen, also die sogenannte DCC, Dynamic Chassis Control, die dann dafür sorgt, dass die Federelemente eben etwas komfortabler auch ansprechen im Komfortmodus und mit dem fährt man eben auch im Alltag am häufigsten, denn da werden dann zweimal noch kurze Stöße weitergereicht, recht trocken, aber man wird nicht komplett durchgeschüttelt, wie etwa auf Normal oder Sport, wenn dann die Straße eher uneben oder aber mit Flicken überzogen ist. Also in meinen Augen hier sicherlich die bessere Wahl. Bei der Lenkung, ja, die mir vermittelt, ist ein guter Fahrbahnkontakt, ist aber auch angenehm direkt. Mehr Rückmeldung würde ich mir natürlich bei dynamischerer Fahrweise auf alle Fälle wünschen. Großer Vorteil hier wiederum bei der straffen Abstimmung des Fahrwerks. Der Tarraco wankt oder neigt sich kaum bei schneller Kurvenfahrt und bleibt auch lange sehr stabil, ohne ins frühe Untersteuern zu gelangen. Also da macht er schon eine sehr gute Figur und macht sogar auch auf kurvigen Landstraßen durchaus Laune, trotz des hohen Gewichts. Also der Seat Tarraco ist ein echt gutes SUV, das muss man einfach mal eingestehen. Er kann alles sehr, sehr gut, hat kaum Schwächen. Wenn man auf die Schwächen eingehen möchte, dann ist es im Grunde genommen das sehr straffe Fahrwerk, was der ein oder andere aber sicherlich eher möchte bei so einem Fahrzeug, da er dann vielleicht ein bisschen mehr Fahrspaß hat an sich. Ob jetzt Fahrspaß in einem SUV das Richtige ist, das muss jeder für sich selbst natürlich herausfinden. Für den, der das Ganze nicht möchte, der kann sich ja eben die adaptiven Dämpfer mit reinordern und dann ist das auch eine runde Sache, würde ich einfach mal sagen, trotz der vielen Ecken und Kanten im Design. Das muss einem natürlich auch zusagen. Mir persönlich tut es das und das vielleicht sogar am ehesten von den drei Varianten, die es eben im Volkswagen-Konzern gibt, nämlich den VW Tiguan Allspace, den ich eher als zu bieder und zu brav empfinde. Der Skoda Kodiaq RS in dem Fall ist vielleicht schon ein bisschen zu sehr auf Anabolika getrimmt und der hier ist da so mittendrin, macht so ein bisschen Sportlichkeit und ein bisschen Understatement im Design aus, also vielleicht so die mittlere Wahl. Die Frage ist aber, wie schaut es denn da bei den Preisen aus? Gehen wir zunächst einmal mal auf das Verbrauchsthema ein, das wir eingefangen hatten mit unserer Verbrauchsfahrt. Mit 9,2 Litern ist der ganze Wagen angegeben, laut WLTP. Das ist schon recht viel, wenn man so erstmal im Kopf denkt, aber interessanterweise auf der Straße hat er gezeigt, dass es gar nicht mal notwendig ist, da sich vielleicht ein schlechtes Gewissen zu machen, denn 7,7 Liter hatten wir auf dem Bordcomputer, 8,0 Liter war es dann errechnet, was dann mit dem 60 Liter Kraftstofftank in Verbindung eine Reichweite von 750 Kilometern ergibt, was sehr stattlich ist, in meinen Augen für ein solch großes, durchaus schweres SUV, ohne eine Elektrifizierung. Wenn man eine Elektrifizierung möchte, dann kann man hier übrigens den Seat Tarraco mit nominell gleicher Leistung und einem Plug-in-Hybriden haben. Ein 1,4 Liter TSI ist es dann, 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe, zwar auch 180 kW Leistung, ein bisschen weniger Drehmoment, zudem deutlich schwerer. Der kostet aber 110 Euro in der Basis schon mal weniger als unser Benziner hier. Das ist natürlich marketingtechnisch klug gemacht und von dem geht ja dann auch noch die entsprechende Umweltförderung runter. Bei dem müsst ihr halt entsprechend verhandeln mit dem Händler. Ich denke, da könnte man aber dann in ähnliche Preissegmente kommen wie mit dem geförderten Plug-in-Hybrid. Und dann finde ich das Ganze eigentlich wiederum eine sehr runde Sache und da muss man nicht unbedingt diesen elektrifizierten Antrieb nutzen. Wenn man das Ganze dann möchte, dann startet man hier mit dem FR bei 47.290 Euro und landet dann vielleicht bei so einem voll ausgestatteten Fahrzeug wie hier bei 59.233 Euro. Das ist schon richtig, richtig stattlich, aber dafür ist eigentlich auch so ziemlich alles drinnen, wenn man es so betrachtet. Aber
Es gibt ein paar Sachen, wo man vielleicht noch einen Unterschied aufzeigen sollte, gerade wenn man so die drei Fahrzeuge mit der gleichen Bodengruppe eben miteinander vergleicht. Der Tiguan beispielsweise bietet noch mehr Extras, wie zum Beispiel das adaptive Licht, oder aber der Kodiaq, der dann noch mehr Richtung Familienorientierung geht mit Schlafpaket oder Sonnenschutzrollos. Also da sieht man, der Seat ist da vielleicht ein bisschen abgespeckter, ein bisschen reduzierter, ein bisschen fokussierter vielleicht sogar auch. Und das ist dann wiederum auch gar nicht mal so verkehrt, wie ich persönlich finde. Jetzt dürft ihr mir aber nämlich eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst uns jetzt diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht und dem ganzen Kanal hier ein Abo dazulassen, falls ihr dieses noch nicht getan habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch demnächst wieder hier bei UbiTestet auf dem Kanal sehen. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.